Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Heute am 12. April 2024 unterwegs zum Faro, zum Leuchtturm, zum Treffpunkt. Ja, das ist doch nochmal richtig warm geworden, über 30 Grad. Es geht ein kleines Lüftchen, das ist das Einzige, jetzt das Angenehme hier. Aber ansonsten ist es eigentlich ein Wetter, wo man jetzt am Pool liegt oder im Meer schwimmt und nicht mit dem Fahrrad unterwegs ist. So, hier die Zubringerbusse. Die meisten gehen jetzt, heute Abend werden aber sicher noch mal Gäste kommen, denn wir haben ja Wochenende und die dann jetzt anreisen, die werden dann auch abends noch mal an den Strand gehen. Ja, und hier stehen sie, die Busse, und warten auf die Strandgäste. Großer Bahnhof. Ja, was soll ich sagen? Mein Fahrrad ist gekommen und ausgepackt und verkehrt. Verkehrte Farbe. Also angerufen. Dann haben sie gesagt, ja, das tut uns leid, wir haben kein schwarzes mehr. Und dann 2 Wochen warten, heißt es dann. Ich habe dann zugesagt und dann kam ein Anruf, wir haben doch noch 2 schwarze Fahrräder, Farbe schwarz. Und wir kommen am Montag, nehmen die verkehrte Ware zurück und liefern die richtige Ware aus. Ja, man soll sich erst auf ein Fahrrad freuen, wenn man es auch wirklich hat und wenn man drauf sitzt und es fährt. Aber was soll's? Wie heißt es so schön? Man soll sich nur über Sachen aufregen, die man auch selber ändern kann. So, und ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, denn hier geht es den Berg nach oben. Grad ist Temperaturanzeige hier. Aber das ist ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ja, habe ich ganz vergessen zu sagen. Am Golfplatz ist ja auch ein großes Event. Und zwar am Samstag um 10 Uhr beginnt es und das zieht sich bis ein luxuriöses Essen hier in irgendeinem der Hotels, Ausstellung von Autos und so weiter und so fort. So, morgen früh seht ihr das Video von der Bodega, eines der schönsten Lokale, die ich je gesehen habe. Und das in Playa de Ingles, mitten im Zentrum, ganz unscheinbar und kaum von jemandem bemerkt. Also morgen früh gibt es die schöne Bodega zu sehen. Und dann die Tage, unser Ausflug nach Las Palmas, habe ich vorhin hochgeladen. Also mein Tipp, wenn jemand jetzt nach Las Palmas möchte und nicht am gleichen Tag zurückfahren, fahrt am Donnerstag Vormittag nach Las Palmas. Unternehmt da was, geht ein bisschen einkaufen oder am Zentrum, am Canterastrand, dann nehmt ihr ein Hotelzimmer, das gibt schon ab 54 Euro für 2 Personen und dann geht schön aus am Abend, Tapas essen und ja, sonst ein bisschen was erleben oder Canterastrand am Abend. Am nächsten Tag, am Freitag, geht schön frühstücken und fahrt dann am Freitag Nachmittag zurück, nachdem ihr vielleicht im Bohemia del Mar wart, in dem Aquarium, das ist auf jeden Fall mein Tipp. Und dann zurück und dann habt ihr mit einer Übernachtung das Möglichste dabei rausgeholt und gemacht. So, und ich sehe schon, hallo. So, und Wellen gibt es auch ein paar, also was soll's, wir sind hier richtig. So, und was soll ich euch sagen? Keine Wolken heute hier über dem Hotel. Das muss ein gutes Zeichen sein. Ja,
Und bekannte Freunde trifft man wieder. Hallo und guten Tag. Mit wem spreche ich denn? Marianne. Wir haben uns schon mal gesehen. Wann vor? Ja, vor 2 Jahren. Und du? Der Friedbert. Friedbert. Auch vor 2 Jahren? Okay, genau. Wunderbar. Ihr kommt aus? Wintersbach, das ist im Landkreis Aschaffenburg. Aschaffenburg. Ja, wir haben uns gerade unterhalten und ihr wohnt hier beim Schneider im Los Clavellispark. Seid zufrieden. Ich habe es ein paar Mal angekündigt. Weiß auch, das ist ja auch interessant für die Gäste dann zu erfahren. Ihr habt es gehört, habt es ausprobiert und seid zufrieden. Sehr zufrieden. Gut. Selbstverpflegung, ne? Selbstverpflegung. Und da kann man machen, was man will. Vorne Terrasse, hinten Terrasse, Schattensonne, wie man möchte. Ja, genau. Schöner Pool dabei. Genau. Und hoffentlich ganz liebe Nachbarn. Ja, sehr liebe. Jawohl, das ist immer gut. Ja. Wen wollen wir denn grüßen? Also unsere 3 Söhne, Rainer und Jelena, Steffen und Diana und Tobias und Danica und vor allen Dingen unseren 1,5-jährigen Enkel Theo. Ah, dann grüßen wir nicht vergessen. Nein, den dürfen, da denkt ihr doch jeden Tag mehrmals dran. Das ist doch ganz normal. Ja, ja, dann geben wir die Grüße jetzt recht gerne weiter. Jawohl. Und alle, die uns kennen halt. Ja, sowieso. Genau. Ne, und die uns nicht mögen und mögen. Also die auch, ne? Ja. Die ärgern sich dann. Ja, ich sage dann schönen Dank fürs Vorbeikommen und ja, bis demnächst, ne? Jawohl, dankeschön. So, und hier ist die Conny, aber nicht die Conny Canarias, nein, die Conny. Conny aus Gladbeck. Und der Thomas aus Gladbeck. Der Thomas aus Gladbeck. Ihr müsst ein bisschen lauter sprechen, weil sonst muss ich so nah mit der Kamera gehen. Ja, natürlich. Wir haben uns schon mal getroffen vor ein paar Tagen am Strand. Vor einigen Tagen, richtig. Und am Morgen, und da hast du gesagt, ich komme heute, bringe die Frau mit und ihr seid ihr beide. Genau. Ja. Ja, Plan B haben wir gerade gesprochen, die Antje zugeschickt, hat alles geklappt, wunderbar. Perfekt. Gut. Sehr empfehlenswert, wirklich. Gut. Umfangreiches Werk. Und ein Gruß an die Antje an dieser Stelle. Ein schönes Dankeschön für ihre Arbeit und für die Mühe. Das ist ganz genau. Wen wollen wir denn grüßen? Die 5 Kinder. Unsere 5 Kinder, ganz Eure genau. Eure 5 Kinder. Ja, ganz genau. Ja. Du starte mal. Soll ich mal starten? Ja, ja, genau. Die Madeline und den Jerry, den Pierre. Die Simone und den Marco, die Sandra und die Sonja mit Matthias. Genau. Gut, jetzt haben wir sie alle. Haben ganz wir sie genau. alle. Alle Schalker. Und alle Schalker. Alle Schalker. Alle Schalker grüßen wir ganz klar. Ja, ihr wohnt hier im Lopesan Costa, also muss ich nicht fragen. Costa, ein hervorragendes Hotel. Ist auch ruhig. Sehr ruhig. Sehr ruhig. Ruhig, sehr, ne? Wir sind sehr zufrieden und sehr das Hotel ist unbedingt gut. Empfehlenswert. Ja. Essen ist auch gut. Ja. Wir essen auswärts. Wir frühstücken ein bisschen da, Geld unter die Leute hier. Das ist gut, das höre ich gerne. Ja, es gibt doch genügend Möglichkeiten, wir gut zu essen. Wir verteilen das gleichmäßig über die ganze Insel. Perfekt, wunderbar. Genau. So. Wir wollten die Gelegenheit auch nutzen, dich für deine Mühe zu entschädigen. Ohne dich wären wir gar nicht hier, ohne deine hervorragende Empfehlung. Wir würden euch gerne einladen ins Baobab. Ins Baobab? Nein, ins Boho. Boho. Ins Boho. Boho. Ah, hier, das Lokal hier genau. Gleich. Da sprechen wir gleich anschließend. Okay. Ja? Klar, gut. Ansonsten danke für die Grüße, danke fürs Vorbeikommen, danke schon mal fürs Angebot. Okay. Und wir sprechen uns. Genau. Okay, alles klar. Tschüss. Ja. Sind wir schon mal hier, aber da warst du in Köln. Ja. In Köln war ich da. Ja. Oh, Köln, habe ich böse Erinnerungen. Stehe ich am Bahnhof und da heißt es, wir können nicht weiterfahren, es gibt keinen Zug, weil wir kein Zugpersonal haben. Oh, naja. Aber ich habe meinen Termin noch geschafft. Ah ja. Aber daher bin ich jetzt so auf der Hut und sage, wenn ich einen wichtigen Termin habe, fahre ich einen Tag früher. Genau. Man weiß nicht, ob das alles so funktioniert. Ja. So, mit wem spreche ich denn? Ja, ich bin Susanne aus in der Nähe von Hannover. Hannover. Ich bin der Udo, auch aus der Nähe von Hannover. Ihr kennt aus euch. Gärden, genau, und wir sind verheiratet. Seid verheiratet, was für ein Zufall. Ich dachte, ihr habt euch hier auf der Insel kennengelernt. Nein. Wir kommen schon viele Jahre. Wo wohnt ihr denn hier? Im Sand. Sahara Beach Club. Das 5. Mal in Folge jetzt. Ist eine schöne Anlage, schön gut gelegen halt, schön ruhig halt. Und wir machen es immer so, wir sind immer Selbstverpfleger. Gehen abends essen halt, Frühstück auf der Terrasse. Genau. So wie wir es mögen halt letztendlich. Ja. Gute Idee, das ist gut. Sahara Beach Club kenne ich ja, ist ja bekannt. Und gefühlt bin ich, glaube ich, 20 Mal auf der Insel, meine Frau 25, 30 Mal. Viel Sand im Moment da am Sahara. Ja. Das sind wir gewohnt. Aber der gehört mit dazu, dass wir ganz genau. Aufstehen, fegen erstmal. Ja, das gehört dazu. Der Besen ist das wichtigste Utensil in der Anlage. Ja, ganz genau. Weiß ich, kenne ich. Ja, wen grüßen wir denn? Ja, vor allem die ganze Familie, die Kinder, Enkelkinder und Bruder Andreas, Schwägerin Sabine, die auch bei dir hier schon waren, ja, die auch regelmäßig kommen.
Die Arbeitskollegen natürlich auch alle halt. Alle, die uns kennen halt. Müssen nicht nur arbeiten. Ja, leider müssen wir noch anderthalb Jahre. Wenn man eine Behinderung hat, dann sollen wir sie auch zeigen. Ne? Und danach möchten wir mal so ein paar Monate hier bleiben, ruhig. Dann helfe ich euch, wenn er hier was sucht. Ja, komm mal drauf zurück. Okay. Hast du mal gute Tipps halt auch. Dann sage ich vielen Dank, macht's gut und bis dann. Tschüss. Ja, wir sind da ganz schnell. Hallo und guten Tag. Mit wem spreche ich? Gabi Neuss-Falk. Jürgen Falk. So, und ihr seid hergekommen, ihr habt einen Auftrag bekommen. Ganz genau. Von Walter Gade, das ist ein Kollege von Jürgen Falk und der hat uns das Hotel empfohlen, das war ganz toll. Und jetzt möchten wir uns eigentlich auf diesem Weg bei den beiden bedanken und herzlich grüßen. So, das ist doch schön. Der Tipp hat funktioniert, ihr seid zufrieden? Ja. Absolut, ja. Ganz also ihr müsst nicht die Rechnung mitbringen, dass sie dann bezahlt wird. Nein, das ist nicht notwendig. Das ist nicht notwendig, das ist gut. Ja, dann grüßen wir ihn. Wie heißt der nochmal? Walter Gade und Christel Gade. Gut, dann haben wir das nochmal gehört. Danke für den Tipp, für die Empfehlung, danke, für die Information. Und Entschuldigung an die Damen und Herren, dass wir uns jetzt gleich rangenommen haben. Das ist alles hier. Okay. Alles familiär ungezwungen. Okay. Alles super, also, macht's gut. Ja, tschüss. Eine Runde mit einer Runde Bier schließe ich mich an. So, wer möchte denn? So, machen wir doch. Ja, hallo und guten Tag. Mit wem spreche ich denn bitte? Mit der Karin aus Vorarlberg. Aus Vorarlberg. Jawohl. Ja, und auch mit dem Alex aus dem schönen Vorarlberg, Laternsertal. Und ihr habt auch schönes Wetter jetzt im Moment? Wunderbar. Also in Vorarlberg? Habe ich gehört, nämlich gestern. Ja, das kommt aus eurer Nähe und die haben gesagt, aber ab nächster Woche soll es mal wieder nicht ganz so schön werden. Ja, vorgestern war Schnee, ja. Vorgestern war Schnee. Gut, so. Also hier schaut es nicht nach Schnee aus. Wo wohnt ihr denn hier? Im Cay Beach. Cay Beach. Ist ein paar Meter weg. Kann man aber gut laufen noch, ne? Ja, klar. Also gut laufen und gut leben. Gut leben. Doch, gute Anlage, ne? Ja, ist ja auch renoviert worden. Ja. Vor Jahren, glaube ich, vor ein paar Jahren. Gute Empfehlung. Gibt es da All-Inclusive oder was habt ihr da? Wir haben da Halbpension. Ich glaube, All-Inclusive gibt es gar nicht. Genau, da war irgendwas in meinem Kopf. Seid zufrieden. Ja, die meisten haben da Frühstück oder Halbpension oder Selbstverköster. Ist eine Küche dabei, ne? Ja, ist eine Küche dabei. Kann man sich also gut selbst versorgen. Also auch wieder so ein Tipp für den einen oder anderen, der nicht ins Hotel möchte. Wen grüßen wir denn? Außer alle Vorarlberger. Die sowieso. Und zuerst mal unsere Kinder. Die Sabrina, der Lukas und die Daniela. Und ganz besonders unsere Enkelkinder, den Jakob und die Heidi, die jetzt 1,5 Monate ist. Die grüßen wir recht herzlich auf diesem Weg. Grüße nach Vorarlberg. Ganz klar, nach Österreich. Und da grüße ich auch unseren Lucky. Den kennt ihr vielleicht vom Hörensagen. Ja. Lucky und Tine. An die, aber da muss ich nachher noch mal ein bisschen was nachforschen. So, dann sage ich ja vielen Dank. Dankeschön. Macht's gut. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss. Ja, auch. Danke, tschüss. Hallo. So, dann komm doch mal. Hallo. Ja, ich muss dazu sagen, ich mache das jetzt auch ein bisschen schneller, denn weil hier ist es so warm und vielleicht will der eine oder andere aus der Sonne raus. Mit wem spreche ich denn? Ich bin die Gabi. Ich bin der Michael, wir kommen aus Neuss bei Düsseldorf. Stellt euch mal ein bisschen näher zusammen. Ihr gehört ja zusammen. Genau. Ne? Passt ja wunderbar. Ja, muss ich nicht mehr so hin und her schwenken. Genau. Ihr kommt aus Neuss bei Düsseldorf. Mhm. Ganz genau. Wohnt hier? Wir wohnen im Annamar. Annamar direkt ist bei Luki und Tine. Um die Ecke, da waren wir auch schon und es fällt uns sehr gut. Mhm. Kompliment an Sie oder dich. Ich schaue das seit Herbst, wir waren im Dezember noch hier und wie gesagt, ich finde die Sendung, ich schaue mir das jeden Abend an. Gut. Die Morgen-Abend-Sendung ist total cool. Ja, gut, freut mich, wenn es gefällt. Mhm. Und ich meine, es ist ja gute Tipps. Der ein oder andere Tipp ist mit dabei und um das geht es ja. Weil wenn man auch jetzt, wo ihr wohnt, Annamar, habe ich auch nur Gutes gehört, ist sehr zentral gelegen, tolles Hotel, schön, guter Service, habe ich alles mitgekriegt. Ja, das ist das Beste, was passieren kann. Ja, und die jetzt nicht oder direkt am Strand wollen, die müssen halt woanders hin, aber das Annamar ist sehr, sehr gut. Fußweg, 5 Minuten, Zita, Jumbo und alles. Zum Strand, das ist wunderbar. Wen grüßt man denn? Ja, ganz besonders möchte ich grüßen meine Tochter Nadine und meinen Schwiegersohn Pascal. Pascal baut jetzt gerade unser Haus um. Wir sind das Badezimmer neu machen. Und das ist gut. Und der arme Teufel macht uns das Badezimmer jetzt neu, wenn wir wieder zurückkommen am Freitag. Ja, Pascal, vielen, vielen, vielen Dank von Gabi und von mir. Genau. Und seid ihr sicher, wir bringen was Schönes mit. Ja, gut. Dann haben wir meine Schwester noch, Martina und der Frank. Die wohnen normalerweise im Melaronas. Rio Melaronas und die sind jetzt nächsten Monat sind die hier, die grüßen natürlich auch und die Lisa. Tochter. Hat er alle?
Jetzt haben wir alle. Jetzt habt ihr alle. Wunderbar. Ja, dann schließe ich mich an mit den Grüßen und sage vielen Dank fürs Vorbeikommen. Vielen Dank. Und macht's gut. Wir haben den Tag unterbrochen, extra um jetzt. Das finde ich gut. Dankeschön. Okay. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hallo Franken. Hallo Franken. Hallo Bamberg. Hallo Unterfranken. Wir verstehen uns von der Sprache her schon. Wir verstehen uns, hören auch gleich raus, wo wir herkommen. Ne? Sobald man R oder 11 sagt, dann weiß man genau. Wo derjenige herkommt. Genau, ja. Ja, Bamberg, habe ich gute Erinnerungen dran. Schön. Gutes Bier, naja, unter anderem gutes Bier. Es gibt auch noch mehr Sachen. Gute Weinkneipen. Ihr wohnt direkt in Bamberg? Nee, wegen außerhalb. Wegen außerhalb. Ja, genau. Also dann kenne ich noch Breitengüßbach. Das ist auch gut, ja. Das kenne ich noch. Genau. Da haben wir Bekannte gehabt früher, ja, einen Onkel. Genau. Ja gut, da sind wir überall unterwegs. Weinfeste, Bierfeste. Ist alles Sandkörper, da, ne? Ne? Also genau, man hat Bier und Wein da im guten Verhältnis, ne? Genau, ja, das stimmt. Wo wohnt ihr hier? In der Nähe von der Sita in Patrizio. Ist auch zentral, gut. Ja, total schön. Ruhig. Direkt an der Strandpromenade. Direkt an der Strandpromenade. Genau. Einmal frei. Gut, so, wen grüßen wir denn? Ja, zuerst unsere Kinder. Also der Benni und den Nadine mit Kindern, mit Ida und Leni. Dann den Julian und die Jenny mit der Rosalie und mit dem Karl. Und die Katja. Ne? Katja, meine Tochter, mit ihrem Mann natürlich. Genau. Und alle, die uns kennen in Franken. Genau. Und alle Franken und alle Bamberger und drumherum. Genau. Und unsere Freunde noch, die kommen jetzt Ende April. Die Leni, die Silvia und die Svetlana. Da seid ihr nicht mehr da dann? Doch. Wir sind das mal ein wenig länger da. Okay, dann sehen wir uns nochmal miteinander. Beim Lucky. Beim Lucky zum Beispiel, genau. Wunderbar. Seht, ihr wisst ja, wo es ist, ganz einfach zu finden. Ich bin ja schon Jahre rüber. Gut, dann sage ich vielen Dank und bis später. Jawohl, bis dann. Vielen Dank, bitte, tschüss. Hallo. Matthias. Ja, du hast dich angekündigt. Du warst der Gast hinter mir mit ganz meinen Freunden in der Sita. Und ich wollte ganz einfach dich nicht stören mit deinen Freunden zusammen. Ja. Aber ich freue mich, dich einfach jetzt mal wieder zu sehen nach anderthalb Jahren. Und eineinhalb Jahre ist es schon wieder hier. Anderthalb Jahre ist es. Hast du ein Foto geschickt, was wir aufgenommen haben? Ganz oder genau. Du? Da sahen wir beide noch besser aus. Ja, aber das. Nein, aber ich muss sagen, ich freue mich ganz einfach wieder hier zu sein. Ich bin diesmal nur allein da. Ja. Ich bin auf der Suche nach einem Bungalow. Ja, bin eigentlich auf einem guten Wege. Mieten oder kaufen? Mieten. 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 Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, bin ich dabei, deinen Plan B abzuarbeiten. Ja, schön. Viele, viele Dinge kenne ich, aber viele Dinge kenne ich auch nicht. Aber ich muss sagen, es ist einfach fantastisch und es macht einfach Spaß, jedes Mal etwas Neues kennenzulernen. Und ja, was will man mehr? Genau. Das nächste Mal mache ich es hoffentlich wieder mit meiner Frau. Schauen wir einfach mal. Und jetzt frage ich mal, wenn du ein Bungalow gesehen hast, dann kannst du entscheiden, ja oder nein? Sagen wir so, ja, ich bin dann in einer Art Warteliste, ja, aber ich glaube, ich habe mal ganz gute Karten, weil ich ein bisschen Spanisch spreche und die Spanier, mit denen ich da kommuniziere, ja, denen gefällt es anscheinend ganz gut und preislich muss ich sagen, ist es nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Gut, und es wird jetzt eher noch besser wie schlechter, denn durch das neue Mietgesetz wird der Markt größer werden. Können wir uns später unterhalten? Okay, gerne. Ja? Gerne. Okay, dann sage ich vielen Dank. Ja, danke dir. Und darf ich vielleicht noch ganz kurz ein paar Grüße? Klar, denn um das geht's doch. Ja, ich weiß natürlich erstmal meine liebe Frau, die mich überhaupt hierher gebracht hat. Ja, ich hatte Geburtstag und dann hat sie mir das geschenkt. Dann möchte ich meine liebe Schwägerin Heide grüßen. Ja, meine Familie, Sandra und Andreas, ihre Freunde und alle, die mich kennen. Das ist es schon. Und natürlich ganz wichtig, mein Stockverein aus Germerswang. Genau, ja, Stockschießen, ne? Die sehen sich das heute Abend wieder an. Und ich denke ganz einfach, sie freuen sich, dass sie auch wieder entsprechend gegrüßt wurden. Ist das jetzt was für den Winter oder ist das was fürs ganze Jahr? Fürs ganze Jahr. Fürs ganze Jahr. Also, okay, man muss natürlich sagen, mehr im Frühjahr und Herbst, Sommer und Herbst. Im Winter spielen wir nicht so viel, weil wir auf Asphalt spielen. Aber nichtsdestotrotz, es macht riesig Spaß. Und man bewegt sich. Und man bewegt sich, das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache, ganz klar. Und nochmal vielen, vielen Dank, Tari, für alles, was nicht du zu danken. Täglich bringst. Ich danke fürs Vorbeischauen und fürs Ansehen. Dankeschön. Sehr gerne, Harry. Danke. Tschüss. Tolles Hotel. Schön. Guter Service, habe ich alles mitgekriegt. Ja, das ist das Beste, was passieren kann. Ja. Und die jetzt nicht oder direkt am Strand wollen, die müssen halt woanders hin, aber das Annamar ist sehr, sehr gut. Fußweg, 5 Minuten, Zita, Jumbo und alles. Zum Strand, das ist wunderbar.
Wen grüßen wir denn? Ja, ganz besonders möchte ich grüßen meine Tochter Nadine und meinen Schwiegersohn Pascal. Pascal baut jetzt gerade unser Haus um. Wir sind das Badezimmer neu machen. Und das ist gut. Und der arme Teufel macht uns das Badezimmer jetzt neu, wenn wir wieder zurückkommen am Freitag. Ja, aber Pascal, vielen, vielen, vielen Dank von Gabi und von mir. Genau. Und seid ihr sicher, wir bringen was Schönes mit. Ja, gut. Dann und haben dann wir meine Schwester noch, Martina und der Frank. Die wohnen normalerweise im Melaronas, Rio Melaronas. Und die sind jetzt nächsten Monat sind die hier. Die grüßen natürlich auch. Genau. Und die Lisa. Tochter. Hat er alle? Jetzt haben wir alle. Jetzt habt ihr alle. Wunderbar. Ja, dann schließe ich mich an mit den Grüßen und sage vielen Dank fürs Vorbeikommen. Vielen Dank. Und macht's gut. Wir haben den Tag unterbrochen, extra um jetzt. Das finde ich gut. Dankeschön. Okay. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hallo Franken. Hallo Franken. Hallo Bamberg. Hallo Unterfranken. Wir verstehen uns von der Sprache her schon. Wir verstehen uns, hören auch gleich raus, wo wir herkommen. Ne? Sobald man R oder 11 sagt, dann weiß man genau. Wo derjenige herkommt. Genau, ja. Ja, Bamberg, habe ich gute Erinnerungen dran. Schön, schön, schön. Gutes Bier, naja, unter anderem gutes Bier. Es gibt auch noch mehr Sachen. Gute Weinkneipen. Ihr wohnt direkt in Bamberg? Nee, wegen außerhalb. Wegen außerhalb. Ja, genau. Also dann kenne ich noch Breitengüßbach. Das ist auch gut, ja. Genau. Das kenne ich noch. Genau. Da haben wir Bekannte gehabt früher, einen Onkel. Ja, gut, da sind wir überall unterwegs. Weinfeste, Bierfeste. Ist alles da, ne? Ne? Also genau, man hat Bier und Wein da im guten Verhältnis, ne? Genau. Ja, das stimmt. Wo wohnt ihr hier? In der Nähe von der Sita in Patrizio. Ist auch zentral, gut. Ja, total schön. Direkt an der Strandpromenade. Direkt an der Strandpromenade. Genau. Einmal frei. Gut, zum wen grüßen wir denn? Ja, zuerst unsere Kinder. Also der Benni und die Nadine mit Kindern, mit Ida und Leni. Dann den Julian und die Jenny mit der Rosalie und mit dem Karl. Und die Katja. Ne? Katja, meine Tochter, mit ihrem Mann natürlich. Genau. Und alle, die uns kennen in Franken. Genau. Und alle Franken und alle Bamberger und drumherum. Genau. Und unsere Freunde noch, die kommen jetzt Ende April. Die Leni, die Silvia und die Svetlana. Da seid ihr nicht mehr da dann? Doch. Wir sind das mal ein wenig länger da. Okay, dann sehen wir uns nochmal miteinander. Beim Lucky. Beim Lucky zum Beispiel, genau. Wunderbar. Seht ihr, wisst ja, wo es ist, ganz einfach zu finden. Genau, schon Jahre rüber. Gut, dann sage ich vielen Dank und bis später. Jawohl, und bis dann. Für deine Dank, bitte, tschüss. Hallo. Matthias. Grüß dich. Ja, du hast dich angekündigt. Du warst der. Der Gast hinter mir mit ganz meinen Freunden genau, in der genau. Sita. Und ich wollte ganz einfach dich nicht stören mit deinen Freunden zusammen. Ja. Aber ich freue mich, dich einfach jetzt mal wieder zu sehen nach anderthalb Jahren. Und eineinhalb Jahre ist es schon wieder her. Anderthalb Jahre ist es. Hast du ein Foto geschickt, was wir aufgenommen ganz haben? Genau. Oder du? Da sahen wir beide noch besser aus. Ja, aber das. Nein, aber ich muss sagen, ich freue mich ganz einfach wieder hier zu sein. Ich bin diesmal nur allein da. Ja. Ich bin auf der Suche nach einem Bungalow. Ja, bin eigentlich auf einem guten Wege. Mieten oder kaufen? Mieten. 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 Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, bin ich dabei, deinen Plan B abzuarbeiten. Ja, schön. Viele, viele Dinge kenne ich, aber viele Dinge kenne ich auch nicht. Aber ich muss sagen, es ist einfach fantastisch und es macht einfach Spaß, jedes Mal ein etwas Neues kennenzulernen. Und ja, was will man mehr? Genau. Das nächste Mal mache ich es hoffentlich wieder mit meiner Frau. Schauen wir einfach mal. Und jetzt frage ich mal, wenn du ein Bungalow gesehen hast, dann kannst du entscheiden, ja oder nein? Sagen wir so, ja, ich bin dann in einer Art Warteliste, ja, aber ich glaube, ich habe mal ganz gute Karten, weil ich ein bisschen Spanisch spreche und die Spanier, mit denen ich da kommuniziere, ja, denen gefällt das anscheinend ganz gut und preislich, muss ich sagen, ist es nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Gut, und es wird jetzt eher noch besser wie schlechter, denn durch das neue Mietgesetz wird der Markt größer werden. Können wir uns später unterhalten? Okay, gerne. Ja? Gerne okay, gerne. Dann sage ich vielen Dank. Ja, danke dir. Und darf ich vielleicht noch ganz kurz ein paar Grüße? Klar, denn um das geht's doch. Ja, ich weiß natürlich erstmal meine liebe Frau, die mich überhaupt hierher gebracht hat. Ja, ich hatte Geburtstag und dann hat sie mir das geschenkt. Dann möchte ich meine liebe Schwägerin Heide grüßen. Ja, meine Familie, Sandra und Andreas, ihre Freunde und alle, die mich kennen. Das ist es schon. Und natürlich ganz wichtig, mein Stockverein aus Germerswang. Genau, ja, das Stockschießen, ne? Die sehen sich das heute Abend wieder
an. Und ich denke ganz einfach, sie freuen sich, dass sie auch wieder entsprechend gegrüßt wurden. Ist das jetzt was für den Winter oder ist das was fürs ganze Jahr? Fürs ganze Jahr. Fürs ganze Jahr. Also okay, man muss natürlich sagen, mehr im Frühjahr und Herbst, Sommer und Herbst. Im Winter spielen wir nicht so viel, weil wir auf Asphalt spielen. Aber nichtsdestotrotz, es macht riesig Spaß. Und man bewegt sich. Und man bewegt sich, das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache, ganz klar. Und nochmal vielen, vielen Dank, Tari, für alles, was nicht du täglich bringst. Ich danke fürs Vorbeischauen und fürs Ansehen. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja, hier sind wir jetzt gelandet. Wir wollten ja eigentlich zum Surfburger, aber da ist das Problem mit dem Platz. Wir sind ja noch ein bisschen eine größere Gruppe heute und da haben wir unmöglich Platz bekommen. Macht nichts. Wir sind jetzt hier direkt am Wasser, bald mit Hochwasser. Das heißt am Wasser, Hochwasser. Und wir haben einen wunderschönen Blick. Es ist auch angenehm. Hier geht ein bisschen Luft. Und ja, so sieht das hier aus. Das ist der Abschluss jetzt des heutigen Abends. Ich glaube, jetzt im Moment ist genau Hochwasser. Und ich würde jetzt am liebsten da reinspringen, sage ich euch. Warum ich es nicht mache? Ja, andere Frage. Aber es kommen jetzt wieder die Abende, wo man abends dann ans Wasser fährt und nochmal schwimmen geht. Den Stuhl mitnimmt und den dann hier hinstellt. Ja, der Weg ist immer noch nicht gemacht. Das ist immer noch das Gleiche wie heute Morgen. Das ist der Blick hier auf die netten Menschen, die hier sitzen. Wir haben auch gerade einen Tisch reserviert hier drüben im El Senador für die Feierlichkeiten von der Jeanette. Jeanette, wir grüßen dich, freuen uns auf den Geburtstag. Ja, der letzte Geburtstag, da erinnere ich mich noch dran, im Churrasco, das war eine ganz andere Hausnummer. So, jetzt gehe ich da mal rein und sage Hallo. So, und wir kennen uns ja. Ich grüße mal in die Runde und sage Hallo. Einen wunderschönen guten Tag, ihr seid in der Realität heute, wollte ich euch nur sagen. Geht's euch gut? Habt ihr den gestrigen Abend gut überstanden? Geht's uns gut? War anstrengend, aber wir machen das jetzt nicht jede Woche, ne? Nicht jede Woche. Wir warten dann da. Jetzt der Hans und Sonja sind dann erstmal weg. So, und hier ist die Gruppe. Hier ist die Gruppe aus Frauenaurach. Das ist der Peter, das ist der Hans, das ist der Sigi und das ist die Konstanze. Hallo? So, das ist jetzt der Frauenaurer Stammtisch, gegründet gerade eben hier auf Gran Canaria. So, ja, um was es geht, sage ich euch irgendwann mal. Jetzt mal ein kleiner Blick noch nach außen. Durch diese Türe müssen sie kommen, die Leute, wenn sie dann wollen. Es schaut aus wie ein Galgen. Nein, sieht nicht aus wie ein Galgen. Wie der Eingang vom Chinatown, genau. Also, ich sage, ich melde mich nochmal. Bis dann. So, dann bin ich nochmal hier auf Sendung. Ja, es war ein wunderschöner Abend. Wir haben uns sehr, sehr nett unterhalten und ich habe jetzt gerade meine Freunde aus Deutschland verabschiedet. Und wenn es alles gut geht, dann sehen wir uns im September in Franken. Wir haben jetzt was vereinbart, was ausgemacht und hoffen dann, dass alles so passt und wir uns dann wiedersehen. Aber die drei haben auch gesagt, es gibt kaum einen schöneren Ort, um jetzt irgendwo zu sein wie hier mit diesen Hintergrundmusik und den Wellen hier. Und ich bin dankbar, dass ich das erleben darf und dass ich hier sein darf. Und das könnt ihr mir glauben, jeden Tag aufs Neue. Und bedanke mich für alle Leute, die heute gekommen sind, trotz des sehr warmen Wetters und weiß das zu schätzen, das ist nicht selbstverständlich. Ja, und ich sage, ein schöner Tag geht zu Ende. Ja, da muss man immer aufpassen, was man aufnimmt. Da sind nicht alle Menschen immer vollständig bekleidet und das
muss man natürlich respektieren. So, ich verabschiede mich jetzt und sage hasta luego, macht's gut und bis zum nächsten Wetter oder ja, morgen gibt's doch die Bodega morgen früh. Hasta luego. Jetzt kommt's auf. Ja. Der Sigi ist in Vorbereitung und jetzt mache ich eine Pause, einen Stopp und drücke. Sigi in Action. In Aktion. Migliore mare lucida, leggera forte al vento, se va cancella l'aria, migliore canzion mare, la meva broccia, e spara con il mio re, e il cento con il reventare, Kalten Pare. E voglio bene sei, ma canto tanto bene sei, e manca te non mai, che ciò è sangue lì. Potenza della lirica, dove ne dramma il falso, che con i politri canalica, dove cano un altro. Ma gli occhi che li guardano, così vicini e veri, si fanno scordare le parole, poi con voi pensieri. Si diventa tutto piccolo, anche là di là in America, divini tutta la vita, come le ascie in un'elica. Ma c'è la vita che finisce, ma non gli pensava tanto, anzi si vede felice, e come il chioso canto. E voglio bene sai, ma canto tanto bene sai, e manca te non mai, che ciò è sangue in te bene. Bravo! So, das war die Sondereinlage von Sigi. Sigi, wo bist du zu hören jetzt? Am 17. bei der Heike. In der Sita. In der Sita, ja. In der oberen Etage. Oberen Etage. Opera and More, also von Oper. Um wie viel Uhr geht's los? 21 Uhr. 17. 21 Uhr in der Sita, in der oberen Etage. Wir freuen uns, dich da wiederzusehen. Okay. Vielen Dank für die Sondereinlage. Alles klar. Ganz spontan. Ciao. Unabgesprochen. Wunderbar, Dankeschön. Ja, und das erlebt ihr hier auf Gran Canaria mit dem besten Publikum der Insel. Dankeschön für die wunderbare Einlage jetzt und vor allen Dingen auch, wir sehen dich dann am 17. Ja, Dankeschön. Alles klar. Tschüss. Ich freue mich, wenn ihr kommt. Ja. Tschüss. Okay, ciao. Ja, und nach dieser super Einlage von Sigi haben wir uns natürlich entschlossen, dahin zu gehen, ganz klar. Aber jetzt, weil es so schön ist, nochmal die letzten Aufnahmen hier
die Realität am Strand von Maspalomas. Hier gibt es ein halbes Hähnchen für 8,75 mit Pommes frites und Salat. Und ich freue mich schon wieder. Ich bin noch nicht weg, aber ich freue mich schon wieder auf morgen früh. Ja, so sieht's hier aus. Das ist das Ende der Realität. Ich verabschiede mich jetzt und sage hasta luego. Und hier geht's zum Lucky, Lucky und Tine Shopping Center, La Sandia. Und Tine und Lucky erwarten uns, euch. Ja, und so sieht's hier aus. Das erwartet euch, wenn ihr hier in der Larifari Bar seid. Gute Laune, Stimmung, Tanz, Unterhaltung, Entertainment. Und vor allen Dingen, ja, immer gute Getränke. Also auf ein neues hier oder auf einen Besuch in der Larifari Bar bei Tine und Lucky. Ja, und hier ist das Immobilienbüro Europa. Also hier werdet ihr immer beraten, bedient, wenn ihr Fragen habt, Vermietungen, Verkauf. Und alle Informationen bekommen auch jetzt zum neuen Mietgesetz. Was ändert sich da? Was gibt es da Neues? Und hier sind dann die aktuellen Immobilienangebote.